Hallo allerseits. Eigentlich wollte ich mich gerade rasieren, aber die Klinge meines Rasierers ist ziemlich stumpf. Ja, ich habe auch noch vergessen, mir Nachschub zu besorgen. Das passiert mir leider öfters. Ist aber kein größeres Problem, denn ich weiß, wie ich diese Klinge wieder schärfen kann. Und das funktioniert ganz einfach, nämlich mit einer Jeans. Also das nehme ich dir nicht ab. Wie soll man denn mit einer Jeans Rasierklingen schärfen? Ich habe da eine viel bessere Idee. Und zwar einfach Natron mit Essigwasser zusammen in ein Glas geben und dann die Rasierklinge dazu. Das löst dann die Rostpartikel an der Rasierklinge und die Rasierklinge ist so gut wie neu. Das frage ich jetzt Frau Kramser. Hallo Frau Kramser. Ja, hallo Frau König. Aber grüße Sie. Womit würden Sie denn die Rasierklingen schärfen? Oh, ich weiß leider gar nicht. Ich muss raten. Dann raten Sie doch mal. 50-50 Chance. Natron, Essigwasser. Oder am Jeansstoff, sagt Carsten. Also ich weiß es nicht, aber ich nehme den Jeansstoff. Sie nehmen den Jeansstoff? Ja. Und kriegen die Auflösung? Ja. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Stumpfe Rasierklingen schärft man tatsächlich am besten mit einer Jeans oder Jeansstoff. Man kann damit die Lebensdauer einer Rasierklinge sogar um das bis zu 6-fache verlängern. Hierbei ist nur wichtig, dass man den Rasierer nicht zieht, sondern schiebt. Denn man möchte ja schließlich nicht die Jeans rasieren, sondern später sich selber. So, hierzu geht man hin und schiebt den Rasierer einfach 10-mal das Hosenbein runter und auch 10-mal in die entgegengesetzte Richtung. Jeans sind normalerweise diagonal gewebt, deswegen ist das wichtig. Und der Richtungswechsel sorgt dafür, dass die Klinge auch gleichmäßig aufgefrischt wird. Ja, noch ein Tipp zum Schluss. Auf jeden Fall den Rasierer nach Gebrauch immer gut abtrocknen, denn nur so kann sich kein Rost auf den Klingen bilden.